Nochmal ein Zusatz zu dem vorangegangenen Video. Und zwar, es gibt immer wieder, ich habe die Stellen mal gelb gekennzeichnet. Es gibt immer so ein bisschen durcheinander. Ja, ich denke, hier ist minus 6 der Y-Achsenabschnitt oder, aber hier steht minus 6,25. Wir dürfen nicht vergessen, die minus 6,25 kennzeichnen den Scheitelpunkt. Ich habe das mal vergrößert. Und zwar der Y-Wert des Scheitelpunktes. Der ist bei 0,5, minus 6,25. Und die minus 6 ist der Y-Achsenabschnitt. Ich habe das mal vergrößert. Hier. Hier ist minus 6 der Y-Achsenabschnitt. Und da ja die Kurve wieder ansteigt vom Scheitelpunkt aus, unterscheiden sich die Werte. Minus 6,25 tief ist der Scheitelpunkt. Aber dann nach links gehend und nach rechts gehend steigt es wieder an. Wenn wir um ein Halb, wenn wir mal ein Halb einsetzen, dann heißt das ein Viertel. Und von hier bis hier ist die Differenz ein Viertel höher. Ein Viertel höher. Ich bin ein Halb nach links gegangen, hier ist ein Halb. Und der Graph steigt um ein Viertel höher an. Nach rechts auch, aber das ist jetzt uninteressant. Das ist die Stelle. Sehen wir bei anderen Dingern noch besser. Ich gehe nochmal auf folgendes Beispiel ein. Hier ist es ganz drastisch bei der schwarzen Kurve. Ich highlighte die mal jetzt in gelb. Hier haben wir den Scheitelpunkt. Minus 3,1, hier ist der Scheitelpunkt. Aber ausmultipliziert ist bei plus 8, nämlich hier oben, der Y-Achsenabschnitt. Hier ist es ganz deutlich. Hier gehen die beiden Werte ganz deutlich auseinander. Man könnte hier auch eine Linearform draus machen, das wäre jetzt auch nicht das Problem. Wir haben ja die beiden Nullstellen und dann ginge das. Also hier ist es ganz drastisch. Nicht verwechseln, der Y-Wert des Scheitelpunktes ist nicht das absolute Glied hier hinten. Das nochmal dazu. Gibt es dazu noch Fragen? Was ist zum Beispiel, wenn ich zwei Nullstellen gegeben habe? Ich weiß, es ist nach oben geöffnet. Es handelt sich um eine quadratische Gleichung der Normalform. Also x² ist p, plus px plus q. Gesucht ist der Graph. Wie kann ich da rangehen? Was muss ich machen? Ich kann schon mal eine Miniskizze machen und kann sagen, nach oben geöffnet bei 4 und 2, ne? Wenn hier eine 2 ist und hier eine 4, dann muss das Ding irgendwie hier so durchmarschieren. Aber wie genau? Wo ist der Scheitelpunkt und so weiter? Was tun? Also wenn ich das gegeben habe, fange ich mit der Linearform an. Die ist ganz leicht aus den Nullstellen abzulesen. Multipliziere die aus, minus 4x minus 2x fasse ich zusammen als minus 6x und habe dann eigentlich schon die Sache fast fertig. Minus 6x. Und jetzt habe ich eigentlich schon alles, was ich brauche. Warum? Ich kann hier ablesen mein p. P ist nämlich minus 6. Daraus folgt xs, also vom Scheitelpunkt, ich schreibe mal x Scheitelpunkt, ist automatisch minus p halbe, also 3. Und wie kriege ich jetzt y-Scheitel raus? Indem ich einsetze die 3 hier. 3 minus 4 ist minus 1 mal 3 minus 2 ist 1, also muss das 1 sein, ne? Oder? Minus 1. Oder? Machen wir mal die Probe nochmal. 3 minus 4 ist minus 1 und 3 minus 2 ist plus 1, also minus 1. Jetzt habe ich die beiden Werte und jetzt kann ich schwupp dann den entsprechenden Graphen malen. Gut, lassen wir die ganze Sache jetzt erstmal. Jetzt ist erstmal Feierabend. Tschüss.